Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Trading Dusche. Und wie immer freitags ist bei uns sozusagen Duschtag mit einem neuen Video für euch. Heute mit dem Thema die einfachste Aktienstrategie der Welt. Werden wir uns gleich ganz konkret angucken. Es sind sozusagen auch zwei Strategien, die ich euch da vorstellen möchte. Ganz kurz vor der Hinweis, wir haben für euch auch eine komplette Trading-Ausbildung erstellt mit über 60 Videos und unseren besten Strategien. Diese findet ihr kostenlos bei uns auf der Homepage unter tradingdusche.de. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, wichtig ist, wichtig ist zu Anfang zu sagen, ich finde, das gehört zu einem seriösen YouTube-Kanal dazu und deswegen mache ich das auch immer. Es gibt keine 100% sicheren Strategien. Es gibt nicht die Erfolgsgesetze, Erfolgsregeln, mit denen man immer nur Gewinne macht. Das ist unseriös. Jede Strategie und jeder Trader macht auch Verluste an der Börse. Ja, Ziel ist es doch, dass die Gewinne höher sind als die Verluste. Dann ist man ein erfolgreicher Trader. Also, Thema Aktien, Aktienstrategien. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema Börse, Finanzen, Trading und habe den Beruf ja auch mal gelernt. Und wenn man jetzt die Börsen auch mal einen gewissen Zeitraum schon mal beobachtet hat, dann fällt einem immer wieder auf, dass es Tage gibt und Zyklen gibt, an denen der DAX heute steigt, wie verrückt. Ne? Alles ist positiv, alles ist super, alles ist toll und morgen haben wir weltweit rote Vorzeichen. Meinetwegen übernächsten Tag auch noch und danach ist alles wieder positiv. Also, es ist ein ständiges Auf und Ab und die Analysten sind sich teilweise selbst nicht einig, sie widersprechen sich teilweise selbst und manchmal denkt man, was ist das hier bloß für ein Zirkus? Und es ist auch teilweise ein Zirkus. Das ist ja das Komische. Es ist irgendwie ein weltweites Spiel, wo Trader weltweit wie bekloppt auf einmal in eine Richtung brettern. Ja? Keine Ahnung, was die aufgescheucht haben, aber wenn die allgemeine Marktstimmung negativ ist, dann geht der DAX runter. Wenn wir aus Asien noch schlechte Vorzeichen hatten oder am Abend vorher die Wall Street auch negativ geschlossen hat, dann ist es sehr oft so, die Marktstimmung ist negativ, hat mit deutschen Aktien jetzt nicht unbedingt was zu tun oder vielleicht nur mit einzelnen, Marktstimmung negativ, alle galoppieren in diese Richtung und dann sollte man sich niemals gegen diese psychologische Trading-Herde stellen, sondern einfach the trend is your friend und das Ding mitgehen. So, wie kann man jetzt also solche Indexrückgänge, und so nennt man das einfach, weil der DAX ist ein Index und wenn der gesamte DAX halt negativ ist, haben wir einen Indexrückgang. Wie kann man solche Indexrückgänge nutzen für Einzelaktien, in die ich investieren möchte? Es ist so, dass im DAX 30 Aktien vertreten sind. Ja? Und wenn der DAX negativ ist, dann kann das gut durchaus sein, dass einzelne Aktien sozusagen auch von dieser negativen Marktstimmung betroffen sind, konkret betroffen sind, weil irgendwo auf der Welt Nachrichten rausgekommen sind oder irgendwo eine Wahl war oder irgendwas passiert sein muss. Ja? Es gibt aber auch ganz, ganz viele Aktien, die Situation haben wir sehr oft, die haben überhaupt nichts damit zu tun. Gestern, wie gesagt, war alles noch positiv und heute auf einmal die dicken roten Minusvorzeichen beim DAX. Und diese Minusvorzeichen haben wir dann auch meistens bei allen Aktien im DAX. Und das ist das Entscheidende. Da gibt es nämlich sehr viele Aktien, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Wie findet man das raus? Naja, erstmal ist es wichtig, dass man sich so ein bisschen in der Materie auskennt, dass man weiß, okay, wie sind die Verflechtungen von Unternehmen? Wie sind Unternehmen aufgestellt? In welchen Märkten sind sie aktiv? Was ist einfach positiv und was ist negativ für dieses Unternehmen? Es geht hier ja um ein Einzelunternehmen. Ja? Dann guckt man sich zum Beispiel auch die aktuelle Nachrichtenlage an, man guckt sich Analysen an und man kann schon sehr, wenn man Erfahrung hat, kann man schon sehr gut raushören und lesen, ist das jetzt ein allgemeiner Indexrückgang, der dafür verantwortlich ist, dass Unternehmen A, B, C, X, Y jetzt auch rote Vorzeichen hat oder hat es was mit dem Unternehmen zu tun? Wenn es nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, dann wird mir dieses Unternehmen am heutigen Tage auf einem Silbertablett serviert und ich könnte es zum Sonderangebot bekommen. Meinetwegen 1,2% Abschlag. Ja? Unternehmen reagieren immer auf Indexanstiege und Indexrückgänge. Das ist normal und
In welchem Maße sie darauf reagieren, hat verschiedene Gründe. Man kann zum Beispiel bei finanzen.net nachlesen aus der Statistik, wie ein Unternehmen einfach, weil der DAX fällt, weil die Marktstimmung heute schlecht ist, wie dieses Unternehmen darauf reagiert. Ja? So, wir gucken uns also, und das ist die erste Strategie, mit der ich über euch mit euch reden möchte. Wir gucken also, oh, heute sagt der DAX, weil schlechte Vorzeichen aus Asien oder aus Übersee, ich bin Minus, ja? Und gucken uns jetzt Aktien raus, die damit überhaupt nichts zu tun haben und investieren zum Beispiel in diese Aktien. Vielleicht hatte ich sowieso vor, diese Aktien zu kaufen und freue mich jetzt, dass ich sie ganz, ganz günstig bekomme, ne? Ich kaufe die Aktie und am nächsten Tag oder am übernächsten Tag ist es ja sehr oft so, dass der Markt, der DAX, seine Marktstimmung, sein Sentiment wieder komplett dreht und auf einmal grüne Vorzeichen hat. Ja? Und dann ist es sehr oft so, dass eben halt diese Aktie, die überhaupt nichts mit dem Abfallen des Marktes zu tun hat, auf einmal wieder auch überproportionale Kursgewinne hat. Diese Strategie funktioniert sehr, sehr oft. Und deswegen sollte man bei Indexrückgängen, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, dieses Unternehmen gegebenenfalls kaufen. Und wenn das Sentiment sich, also die Marktstimmung sich wieder aufhält, hat man dann die Kursgewinne. Das funktioniert oft, aber nicht immer und ist auch keine Garantie. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sehr gut so an die Sache rangehen, dass man sagt, the trend is your friend. Ja? Wenn der Markt heute positiv ist, ja, und der DAX steigt, dann zieht es ja auch mein Unternehmen, das ich vielleicht schon ein bisschen beobachte, aufgrund des allgemeinen Indexanstieges, zieht es das ja auch nach oben. Ne? Und dann gehe ich da einfach mit. Dann steige ich morgens in die Aktie ein und steige zum Beispiel abends wieder aus. Das Marktumfeld ist positiv, dann wird auch diese Aktie mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit im Laufe des Tages mit dem Index einfach steigen. Es sei denn, es kommen speziell für dieses einzelne Unternehmen schlechte Nachrichten oder irgendwelche Analystenkommentare von großen Banken, wenn die sagen Reduce oder Sell, dann ist das immer schlecht für das Unternehmen. Aber normalerweise, wenn jetzt an diesem Tag nichts Spezielles für das Unternehmen passiert, dann geht es einfach den ganz normalen Indexanstieg zu einem gewissen Teil mit. Ich kaufe sie morgens, die Aktie, verkaufe sie abends wieder. Das ist Szenario 1. Oder bei Indexrückgängen steige ich günstig ein und zwei, drei Tage später, wenn die Marktstimmung wieder positiv ist und die Kursgewinne wieder da sind, weil dieses Unternehmen mit dem Indexrückgang überhaupt nichts zu tun hatte, verkaufe ich die Aktie wieder. Ja? Es gibt verschiedene Optionen, verschiedene Überlegungen. Ja? Aber man muss sich immer hinterfragen, warum ist diese Aktie jetzt gestiegen oder ist sie gefallen? Hat das wirklich was mit diesem Unternehmen zu tun oder einfach nur mit dem Index, in dem sie drin ist? Ja? Man kann ja auch an fallenden Kursen profitieren. Das ist jetzt mit Aktien, mit reinen klassischen Aktien selber nicht so einfach möglich. Aber wir können ja zum Beispiel bei, wenn die Marktstimmung positiv ist, wie ich gerade sagte, kaufe ich morgens die Aktien und verkaufe sie abends zum Beispiel wieder. Oder wenn ich davon ausgehe, diese positive Stimmung ist ein Trend, der noch ein paar Tage anhält, dann behalte ich die Aktien und verkaufe sie nach ein paar Tagen zum Beispiel wieder. Wenn wir jetzt aber einen negativen Trend haben, das heißt, der DAX fällt, und ich möchte jetzt eigentlich das Gleiche machen. Ich möchte morgens in eine Aktie sozusagen leerverkaufend einsteigen. Ich möchte auf fallende Kurse setzen. Ich möchte sie shorten. Ne? Dann kann ich das mit klassischen Aktien so erstmal nicht machen. Dafür bieten sich dann zum Beispiel Aktien-CFDs an. Ne? Dann gehe ich einfach vom klassischen echten Aktientrading auf mein Aktien-CFD-Konto und gehe da dann eben halt, the trend is your friend. Zum Beispiel entweder direkt auf den DAX, dass ich sage, ich gehe beim DAX Short oder aber auch auf Einzelaktien. Kann man auch machen. Ne? Also es gibt da verschiedene Strategien und verschiedene Möglichkeiten, aber diese mit dem Indexrückgang, der überhaupt nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, dann dieses Unternehmen günstig kaufen und bei Drehen der Marktstimmung steigt dieses Unternehmen wieder mit. Das wird sehr oft gemacht. Es gibt ein Risiko, ja, das ist nie risikolos, was ich am Anfang sagte, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Unternehmen dann bei einer Marktdrehung von negativ, wo ich es gekauft habe, zu positiv überproportional wieder steigt, weil es vorher mit dem negativen Müll, weswegen der Markt gefallen ist, überhaupt nichts zu tun hatte, die sind ausgeprägter, diese Chancen, ja. So, wer Interesse generell an Aktien hat und das auch zum langfristigen Vermögensaufbau nutzen will, also auch die Aktie jetzt nicht ein, zwei Tage halten will oder sowas, sondern wirklich langfristig, mittelfristig und vernünftig an diese Sache rangehen möchte, dem kann ich wirklich unser kostenloses, und es ist kostenloses Aktienausbildungspaket ans Herz legen.
Das geht, und das ist nicht einfach nur so eine dusselige PDF-Datei oder irgendwie so ein scheiß E-Book oder so, das echt nach 0815 aussieht, sondern es ist ein komplettes Ausbildungspaket. Da sind Videos drin, die gehen insgesamt ungefähr 4 Stunden. Und dann haben wir noch eine PDF-Datei mit dabei gepackt, aus meiner persönlichen Erfahrung. Welche Kennzahlen sind wichtig? Wie finde ich die? Wie errechne ich die? Was bedeuten die? Also wirklich ein tolles Paket geschnürt. Und dieses bekommt ihr einfach, wenn ihr über unseren Link entweder bei Consors oder bei OnVista ein Konto eröffnet, ein Echtgeldkonto und die Mindesteinzahlung von 10 Euro tätigt. Das ist euer Geld, euer Konto. Ihr könnt darüber verfügen. Alles andere ist eure Entscheidung. Aber ihr bekommt dieses Ausbildungspaket. Und das ist ein tolles Angebot. Wer Interesse am Trading im Bereich CFDs hat, Forex, Aktien, DAX, Gold, Öl, Rohstoffe, was auch immer, dem können wir unser GKFX-Ausbildungspaket ans Herz legen, bekommt ihr auch kostenlos. Das hat 60 Videos und unsere besten Strategien, was ich anfangs angesprochen hatte. Einfach mal auf der Homepage gucken, da ist genau erklärt, wie ihr mitmachen könnt, wie ihr den Live-Support bekommt, wie ihr die Pakete bekommt. Ihr werdet dort alles finden, einfach mal in Ruhe lesen, außer Preise. Das gibt es bei uns nicht. So, das soll es für heute gewesen sein. Sonntag wieder Seminare, die bieten wir auch noch an. Wer da teilnehmen will, jetzt nicht am Sonntag, weil da ist die Abmeldefrist oder Anmeldefrist abgelaufen, sondern für kommende Seminare einfach auf der Homepage mal lesen. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Sonntag für die, die sich angemeldet haben. Und ich wünsche euch wie immer sehr viel Erfolg beim Traden.